Lukas, das ist Maxima. Sie gibt jedem Tier einen Namen. Das ist Rosi, das ist Alina. Hat zu allen eine persönliche Beziehung. Und dann haben wir noch, das ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, das möchte ich dazu sagen, Mette und Marit. Trotzdem lässt Anna Butz jeden Monat ein Rind schlachten. Ihr Fleisch ein Verkaufsrenner. Dabei ist Anna selbst Veganerin. Dazu haben wir 10 ziemlich direkte Fragen. Findest du Billigfleischesser doof? Gibt es als Veganerin keinen anderen Job? Fühlst du dich deinen Tieren gegenüber manchmal als Verräterin? Na klar, jedes einzelne Mal. Tankstedt im Norden von Hamburg. Knapp 150 Rinder und Büffel hält Anna auf ihrem Hof. Nach dem Füttern verteilt sie morgens gern eine Runde Streicheleinheiten. Da wollen wir natürlich erstmal wissen. Erst kuscheln, dann killen. Ist das nicht Heuchelei? Heuchelei. Dieses Kuscheln hat natürlich, also das gehört für mich dazu, damit sie keine Angst haben. Es ist alle Male für sie das Schönere, wenn sie mir vertrauen und dann so gehen, als wenn sie nur eine durchlaufende Nummer irgendwie wären und sie hätten dann Stress. Auch sonst will Anna es besser machen als in der konventionellen Rinderzucht. Ihre Rinder bekommen nur natürliches Futter ohne Antibiotika. Sie haben viele Hektar Auslauf- und Weideflächen. Und ein längeres Leben. In der Massentierhaltung werden Bullen nach spätestens 2 Jahren geschlachtet. Bei Anna erst nach 4. Jeden Monat entscheidet sie, wer zum Schlachter muss. Jaha. Ich bin froh um jeden, von dem ich mich nicht trennen muss. Aber es ist natürlich trotzdem ein Unternehmen. So, es muss irgendwie. Und es geht eigentlich ganz gut dadurch, dass einer im Monat gehen muss, der finanziert die anderen. Das klingt ziemlich rational, aber mal ehrlich. Sind für dich wirklich alle deine Rinder gleich? Nein. Nein, also lieb habe ich sie alle. Aber natürlich gibt es welche, die sind heilig. Also die sind wirklich unantastbar und die bleiben, bis sie von mir aus 105 sind. Und ich versuche tatsächlich immer so ein bisschen meinen Mutterkühen sozusagen die Treue zu halten. In ein paar Tagen ist es wieder soweit. Der nächste Schlachttermin steht an. Doch heute ist erstmal Verkaufstag. Immer einmal im Monat. Das Fleisch stammt vom zuletzt geschlachteten Rind. Ein Schlachter hat es für Veganerin Anna aufbereitet. Sie muss nur noch die Preise anbringen. Aber gibt es als Veganerin keinen anderen Job? Doch, mit Sicherheit. Natürlich. Ich war ja nicht auf der Suche nach diesem Job. Also der Hof ist mir, ohne dass ich danach gesucht hätte, angeboten worden. Es war klar, es muss irgendein Konzept her, dass sich dieser Hof in irgendeiner Art und Weise selber trägt. Mit ihrem Konzept überzeugt sie die Bank sofort. Anna ist gelernte Tierarzthelferin, träumte schon lange von einem eigenen Hof. Jetzt brummt das Geschäft. Seit 5 Jahren. Viele kommen jeden Monat. Also man muss es wirklich ausprobiert haben. Ich kann es immer gar nicht beschreiben. Das fängt schon beim Hackfleisch an. Also wenn du das einmal gegessen hast, dann wirst du auch kein anderes mehr kaufen, egal wo. Also ich habe bis jetzt noch nirgendwo Vergleichbares gefunden. Natürliche Haltung. Man weiß, was man isst. Und keine Antibiotika, keine anderen Sachen. Perfekt. Und noch bezahlbar alles. Dann sind wir bei 88,84. 36 Euro kostet ein Kilo Hüftsteak bei Anna. Nicht vergleichbar mit etwa 15 Euro beim Discounter. Aber ähnlich wie in vielen Biomärkten. Die meisten KundInnen haben vorbestellt. Anna prüft zwischendurch, was noch da ist. Musst du dich dafür vor anderen Veganern rechtfertigen? Muss ich. Weiß ich glaube, ich tue es einfach nicht. Also beliebt bin ich in der Veganer-Szene mit Sicherheit nicht. Ich kenne welche, die finden es gut, was ich tue und sagen, wenn denn schon, dann bitte so. Und es gibt welche, die schreiben mir die übelsten Mails nach Hause, inklusive, wir wissen ja, wo du wohnst und so. Also es gibt von bis. Die meisten von Annas FreundInnen essen Fleisch, kommen auch zum Einkaufen her. Steffen kennt sie seit 8 Jahren. Er weiß, wie wichtig Anna ihre Rinder sind.
wichtig natürlich als Sternwert, glaube ich, Nummer eins. Ja, vor allem anderen. Vor ihrem Kerlen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Erst die Kühe, dann der Kerl, ja. Hm? Annas Freund ist heute nicht da, aber auch er isst Fleisch, meist von Annas Rindern. Achtet wie die meisten ihrer KundInnen auf Qualität. Wir wollen wissen. Findest du Billigfleischesser doof? Das ist jetzt, also doof ist nicht die richtige Formulierung. Also ich finde es, ich verstehe es nicht, warum man unbedingt Fleisch essen muss, das dann vielleicht auch nicht gut schmeckt oder nicht so schmeckt, wie es schmecken könnte. Ich weiß nicht, Fleisch essen bloß um satt zu werden, da gibt es glaube ich andere Varianten. Anna wohnt einige Minuten vom Hof entfernt. Ihr selbst sei Essen nicht so wichtig, sagt sie. Davon wollen wir uns mit einem Blick in ihren Kühlschrank selbst überzeugen. Das ist recht übersichtlich. Wichtig ist Vanillemilch für den Kaffee. Und ansonsten ist das Suppe für die Hunde. Also aus, wenn wir die Knochen, koche ich immer noch aus. Das ist auch für die Hunde. Ja, warte mal, hier sind ja noch so ein paar Mini-Schinkenreste für meinen Kerl. Auch recht übersichtlich. Ja, und ansonsten sind das ja, zwei vegane Brotaufstriche und ja. Annas Freund ist nur am Wochenende da. Ihre Haushälterin Amelie dafür fast täglich. Sie organisiert gemeinsam mit Anna den Verkauf und bringt ihr auch mal veganes Essen vorbei. So kocht sie inzwischen häufiger. Vorher war das immer so ein bisschen, oh, Veganer. Gerade ne, alter Landwirt, mein Vater, der hat dann schon noch so seine Vorurteile. Aber irgendwie, ja, ich habe meine Chefin total ins Herz geschlossen und das geht auch über auf die Familie. Und das war für mich ganz extrem einfach zu sehen, wie es wirklich geht. Fleisch bereitet Amelie immer noch zu, aber bewusster. Anna isst Fleisch seit ihrer Kindheit nicht mehr. Mit 12 wird sie Vegetarierin zum Wohl der Tiere. Seit etwa 15 Jahren ernährt sie sich ausschließlich vegan. Aber mal Hand aufs Herz, Anna. Vielleicht doch mal wieder ein Stück Steak. Könnte das passieren? Nein. Nein. Also es gibt da noch mal so einen Unterschied zwischen, also für mich Fleisch am Stück und Wurst. Ich habe früher unheimlich gerne Salami gegessen. Also wenn, dann würde es mich im Zweifelsfall eher bei der Wurst erwischen als bei Fleisch am Stück. Nach einer Stunde sind alle Bestellungen besprochen. Feierabend hat die vegane Rinderzüchterin aber noch nicht. Denn sie hat ihr Haus verkauft und baut gerade diesen Schulbus aus. Sie will damit zu ihren Rindern auf den Hof ziehen. Ein ziemlich radikaler Schritt. Unsere siebte Frage dazu: Bist du lieber mit Tieren als mit Menschen zusammen? Wenn ich ganz schlussendlich eine Wahl treffe, dann sind es die Tiere. Ja. Ich bin mit Sicherheit nicht der einfachste Mensch. Hab vielleicht von daher auch die eine oder andere Schwierigkeit mit Menschen oder Menschen mit mir. Du nicht, ne? Ja, und die Viecher nehmen einen einfach so, wie man ist. Schlachttage sind für Anna deswegen immer besonders hart. Wir dürfen ein paar Tage später trotzdem dabei sein. Es ist 9 Uhr morgens. Heute muss Rind Ella zum Schlachter. Anna wird sie gleich verladen. Fühlst du dich deinen Rindern gegenüber als Verräterin? Na klar, jedes einzelne Mal. Ja. Warum? Naja, weil das natürlich, natürlich würden die lieber weiterleben. So, also zum Glück haben sie kein, sie haben nicht so ein Bewusstsein zum Tod wie wir oder über Tod. Und ich sehe ja auch zu, dass ich es so hinkriege, dass sie es nicht mitkriegen. Gruselig, grauenhaft, entsetzlich. Jedes Mal. Merkt man aber, glaube ich, auch, oder? Ja. Ella. Komm her, Schatz. Na komm. Na komm. Komm her, Maus. Ja, prima. Na komm. Veganerin Anna arbeitet mit einem Schlachter in der Nähe zusammen. Er tötet ihre Rinder in Sekunden per Bolzenschuss. Damit das Tier keinen zusätzlichen Stress empfindet, warten wir vor dem Schlachthof. Nach einer halben Stunde kommt Anna wieder, sichtlich mitgenommen.
Gewöhnt man sich ein wenig ans Schlachten? Ja, ein Stück weit gewöhnt man sich dran. Aber es ist trotzdem jedes Mal ein neuer Angang. Und es ist, fällt einem bei dem einen Tier leichter und bei dem anderen schwerer. Bei ihr fiel es mir nur definitiv schwerer. Aber man gewöhnt sich dran und man entwickelt ein gewisses Vertrauen in die Abläufe. Bald kommt der Schlachter zu ihr auf den Hof. Anna baut dort einen eigenen Schlachtraum. Mit dem Geld aus ihrem Hausverkauf. Sie will ihren Rindern so den Transportstress nehmen. Ich will nicht, dass sie alleine sind, dass sie, also selbst wenn es die 20 Minuten sind. Ich darf ja während der Fahrt nicht mit auf dem Hänger stehen, also muss ich zwangsweise hinterherfahren. Ich will es einfach nicht. Also ich will es so gut wie irgendwie möglich machen und das ist das Ergebnis meines Dickschädels. Zum Abschluss des Schlachttages zieht es Anna noch mal zu ihren Rindern. Kuscheln als Stimmungsaufheller. Und uns brennt noch eine letzte Frage unter den Nägeln. Die schmeckt auch. Lass mal hin. Wenn alle Veganer wären, wäre für dich doch auch blöd, oder? Nö, gar nicht. Wäre gut. Wäre absolut okay. Ich müsste dann zusehen, dass ich den Bestand so reduziere, sozusagen, dass ich es mir leisten könnte, sie, ja, ohne dass sie sich selber finanzieren, zu halten. Das geht in der Größenordnung natürlich nicht, ne? So. Zum Veganismus bekehren will Anna aber niemanden, sondern eine Alternative aufzeigen zur konventionellen Fleischproduktion. Mit einem glücklichen Leben für ihre Rinder.